15 Uhr mittags, Wehrmachtsbericht in langsamer Sprache, ja, zum Mitschreiben. Dann eine Goebbels-Rede, eine Ansprache, ein Wort zum Tage, jeden Tag. Ja. Wunschkonzert, wenn Sie mir das mal beschreiben. Ja, die Nationalsozialisten Goebbels vor allen Dingen haben sich natürlich überlegt, wie können wir die Bevölkerung am besten in unserem Sinne beeinflussen. Und Goebbels war da sehr modern, er hat schon relativ früh erkannt, dass man das Programm nicht politisch überfrachten darf, weil die Bevölkerung dann abschaltet, sondern woran ist die Bevölkerung vor allen Dingen interessiert? An Unterhaltung. Also hat Goebbels versucht, sehr moderne, sehr eingängige, sehr wirkungsmächtige Unterhaltungsformate zu entwickeln, wie zum Beispiel das Wunschkonzert, was sehr beliebt war, so beliebt, dass es sogar in ähnlicher Form nach dem Krieg weitergeführt wurde, im Übrigen mit denselben Schlagern und so, und man gar nicht gemerkt hat als Zuhörer, dass es eigentlich ein NS-Format gewesen ist. Das nur nebenbei. Also er hat versucht, ein sehr starkes Gewicht auf die Unterhaltung zu legen, damit die Radioprogramme eingeschaltet werden, um überhaupt jeden möglichen Hörer zu erreichen, ganz einfache Rundfunkgeräte, billig zu kaufen, um dann sagen, in diese Unterhaltung die politischen Botschaften einzuspeisen. Die Führerrede, den Wehrmachtbericht, die Berichten von der Front. Aber das relativ dosiert zu tun, um sagen, die Hörerbindung nicht zu verlieren. Auch zu hohen Feiertagen mit extremer Wirkung. Mit extremer Wenn, Wirkung. Meinetwegen heißt, wir rufen Narvik, wir rufen Stalingrad, ja. Wir rufen... Genau. Das war auch so ein Format, nicht die Rundschaltung zu Weihnachten 1942. Wir wissen ja heute, dass das sehr oft sagen, der Mensch aus Stalingrad mit sächsischer Stimme, der dort sich gemeldet hat, wurde, saß natürlich nicht in Stalingrad, sondern der wurde per Platte eingespielt. Aber das war die Illusion, die Front mit der Heimat zusammenzuführen. Und die Illusion, die dort aufgebaut wurde, wir machen eine Rundschaltung, wir rufen von Narvik bis nach Sizilien, nach Nordafrika, von Westfrankreich bis nach Stalingrad, alle Soldaten und verbinden Front und Heimat. Das ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, sehr, sehr modern. Und darin war Goebbels sicherlich gut, bestimmte Radioformate zu entwickeln, die eine hohe Hörerbindung erreicht haben, weil... Wenn er den Wehrmachtsbericht verkündete, wenn eine Hitlerrede da war, eine eigene Rede, mussten natürlich Leute zuhören. Und wenn man nur Propaganda sendet, hören diese Leute nicht zu. Also da war er sehr geschickt. Trotzdem muss man natürlich immer fragen, wie wirkungsvoll war eigentlich die NS-Medienpolitik? Wie wirkungsvoll war etwa die Hörfunkpropaganda? Also begleitend mit wirklichen Verhältnissen. Ja. Wenn das übereinstimmt, zum Beispiel in der Zeit der Blitzsiege, ja, Sondermeldungen, war das ja auch sicher. Da war es sehr groß. Nicht? Und das verstärkt es. Sie gehen genau auf den entscheidenden Punkt ein. Wir haben bisher so die Vorstellung, die Medienpolitik eines Josef Goebbels war sehr erfolgreich. Er gilt ja sozusagen als der massenmediale Beeinflusser, oft in unglücklichen Vergleichen auch von Politikern herangezogen. Aber war es wirklich so wirkungsvoll, müssen wir uns fragen. Und da haben wir in diesem Buch doch einige Fragezeichen zu setzen. Ich glaube, es war besonders dann wirkungsvoll, wenn Erfolge da waren. Wenn man also die eigenen Erlebnisse, die eigenen Erfahrungen, die man machte, wenn die identisch waren mit der Propaganda. Das war natürlich in der ersten Kriegsphase der Fall. Wenn Wünsche vor allen Dingen, ja? Nicht zum Beispiel Wünsche, dass alle Weihnachten nach Hause kommen. Ja? Genau. Und wenn man dann in Frankreich den Krieg gewann, wird zwischen Sommer 40 und Sommer 41 praktisch Frieden. Hoffnung auf Frieden. Hoffnung auf Frieden. Dann war das sehr, sehr wirkungsvoll. Da konnte ein Format wie das Wunschkonzert, das ja dann in dieser Zeit sehr erfolgreich gesendet wurde, eine große Wirkung erzielen. In der zweiten Kriegshälfte
Es ist etwas ganz anderes. Denn natürlich hat auch hier man versucht, mit dem gleichen Prinzip Unterhaltung plus Propaganda die Hörer zu erreichen, in den anderen Bereichen die Zuschauer, die Leser zu erreichen. Aber wenn die Lebenswelt eine andere war, wenn mein Haus bombardiert wird, mein Sohn fällt an der Front, dann nehme ich diese Propaganda auch ganz anders wahr. Also wir dürfen, glaube ich, die Wirkung der NS-Propagandapolitik nicht überschätzen. Goebbels und Hitler haben sie eher überschätzt. Also Kolberg beispielsweise, ja? Also eine Belagerung, ja? Während das ganze Land in Not ist und ich Bombenangriffe erleide, ist eigentlich ein unbrauchbares Werkzeug. Ja? Ich sehe, dass tapfere Leute in einer früheren Zeit, ja, gegen Napoleon ausgehalten haben. Das bringt mir ja kein Motiv. Man muss sich natürlich die Frage stellen, aus Sicht eines Josef Goebbels, was soll man ab 1943 überhaupt noch produzieren? Das Sinnvollste wäre natürlich gewesen, Münchhausen. Wenn die Münchhausen eines Tages in Nordafrika erobern deutsche Voraustruppen amerikanische Filme. Und sie sehen einen Typ des Farbfilms. Und das wird Goebbels vorgeführt. Ja? Und er sagt, das brauche ich. Ja. Und jetzt kommt hier ein Abenteurer, ein Lügenbaron. Ja? Ist ja interessant, dass eine Propaganda sich auf einen Lügenbaron stützt. Ja? Und der kann auf Kugeln in feindliche Festungen reiten. Ja? Der ist mit Frauen, also das sind ja erotische Versprechen, der besten Art in Farbe. Ja? Ja. Das geht. Das hat man gemacht, aber ich glaube, dass Kolberg für den NS-Kriegsfilm, den es ja gab, der sehr erfolgreich war, 39, 40, 41, Feuertaufe zum Beispiel, so ein Film, der ganz modern war mit Frontaufnahmen. Diese Filme liefen ja nicht mehr nach den Niederlagen. Und ich glaube, dass das Kolberg einen auch mit dem riesigen Aufwand in Farbe gedreht und so weiter, mit der Liebesgeschichte dabei, die einzige Möglichkeit war, überhaupt noch NS-Kriegsfilme zu drehen. Und der Film kam natürlich zu spät. Der ist ja erst im Januar 45 uraufgeführt worden, im Übrigen ja parallel in Berlin und in der Festung La Rochelle in Westfrankreich. Und da hat der Kommandant der Festung auch, wie man das von ihm erwartete, einen Funkspruch gesendet. Also vorgeführt. Ja, vorgeführt, und alle sind begeistert und glauben an den Führer und dergleichen. Also ich glaube schon, dass Kolberg eine Möglichkeit war, eine der wenigen Möglichkeiten. Zu sagen, wir sind noch da. Genau, noch da, überhaupt sagen, was zu produzieren in der Richtung. Aber natürlich hat deswegen in La Rochelle oder sonst wie niemand länger gekämpft. Das sind andere Gründe gewesen, warum die Deutschen dann sozusagen ausgehalten haben. Deswegen auch der Fokus von ihm in der Presselandschaft zum Beispiel, die Presse nicht zu sehr gleichzuschalten, sondern doch eine gewisse Heterogenität in der Presse zu erhalten. Deswegen hat Goebbels etwa die Frankfurter Zeitung bis August 1943 geduldet, weil er sagte, wir haben eben Intellektuelle, wir haben Leute, die sind potenziell regimekritisch eingestellt. Das Reich. Das Reich als eine Qualitätszeitung, als eine Wochenzeitung, vor allem auch für das Ausland gedacht. Und das brauchen wir. Nicht? Und heute stehen wir Historiker natürlich da. Es gibt eine große Debatte zwischen Herrn Sösemann und anderen. Wie muss man das bewerten? Gab es eigentlich einen Widerstand des Journalismus? Gab es ein Schreiben zwischen den Zeilen? Und auch das wird in unserem Band breit dargestellt, dass man natürlich feststellen kann bei der Zeitung Das Reich, bei der Frankfurter Zeitung, dass es kritische Journalisten gab, die hier ein Forum hatten, die Spielräume hatten, die sie auch genutzt haben, die zwischen den Zeilen schreiben konnten. Aber das Problem ist, diese Botschaften gerade zwischen den Zeilen nutzt am meisten, mussten auch entschlüsselt werden. Also sie brauchen einen Sender und sie brauchen einen Empfänger. Und der Empfänger musste es auch entschlüsseln können. So, dass also die ganze These ihrer Sammlung, ihres Buches, eigentlich bedeutet, dass das wirkliche Medium sind die wirklichen Menschen, die Rezeptoren. Genau. Man kann von den Sendern her gar nicht das Medium beurteilen. Also wir können das natürlich die Sender darstellen, das ist auch als Historiker am einfachsten. Das Problem, was wir haben, ist, es gab damals leider noch kein Institut für Demoskopie in Allensbach, das nun sagen uns mehr über die Empfänger verraten hätte. Wie denkt eigentlich die Bevölkerung? Was hat man wahrgenommen? Das ist für uns ganz, ganz schwer. Wir können es an einzelnen Beispielen zeigen. In der Presse etwa, dass Nachrichten zwischen den Zeilen so oder so wahrgenommen werden konnten. Sie konnten im Sinne eines kritischen Verständnisses wahrgenommen werden. Sie konnten aber auch im Sinne einer Unterstützung des Regimes wahrgenommen eines werden. Eines realitätsstabilisierenden. Genau. Also das ist sehr, sehr kritisch. Deshalb plädieren wir eigentlich in dem Buch dafür, das Schreiben zwischen den Zeilen
in seiner Wirkung nicht überzubewerten. Es gab und jetzt es aber die Frage, ja, nicht, die hier gestellt ist in dieser Debatte, ist ja eigentlich für eine historische Untersuchung von 2009 falsch gestellt. Die Frage, ob irgendwelche Journalisten sich exkulpieren können, ja, nicht, indem sie sagen, ich habe doch zwischen den Zeilen kritisch geschrieben und so weiter, ja, ist eigentlich relativ gleichgültig für unser 21. Jahrhundert. Während, das wäre ja eine Frage, wer hat sich schuldig gemacht im Dritten Reich, ja, auf einer Ebene, die direkt keine Menschen getötet hat. Ja. Während was Hochinteressantes ist, dass in diesem Inkubationsofen, in dieser alchemistischen Küche, Drittes Reich, Strukturen des Mediums, der Rezeption, ja, studiert werden können in einem abgeschlossenen System. Denn die Geschichte hat es eingekapselt wie Herculaneum und Pompeji. Ja, ja, das ist richtig. Und wir haben, und da sehen wir auch, wie unterschiedlich die Dinge wahrgenommen werden konnten. Also wir gehen ja oft von einem ganz einfachen Medienwirkungsmodell aus. Also der völkische Beobachter schreibt etwas, also sind die Leser davon überzeugt, dass die Deutschen den Krieg gewinnen. Das ist eben nicht der Fall. Die Frankfurter Zeitung schreibt etwas, also die Fabel von dem Wolf und dem Lamm etwa. Also wird man das als kritische Interpretation wahrnehmen. Und so einfach funktioniert ein Medien nicht. In der Presse, der gesteuerten Presse, erscheinen Artikel und es entstehen 40 Witze, ja, nicht, die das dementieren. Genau, nicht. Das ist natürlich für uns ganz, ganz schwer zu erfassen. Nur wir können darauf hinweisen, dass es bestimmte Verschiedenartigkeiten gibt, dass die Medienwirkung ein sehr komplexes Modell ist, dass die Erfolge der NS-Medienpolitik strukturell groß waren, aber in ihrer Wirkung doch eher begrenzt waren. Darauf kann man hinweisen. Aber und man könnte jetzt eine Frage stellen. Man kann sagen, die Überredungskraft oder die Täuschungsmittel, ja, einer Propaganda. Wie weit gehen sie? Was haben die Nationalsozialisten selber am Zuschauer, am Nutzer gelernt, ja, wie man Propaganda richtig macht? Ja. Da ist eine Evolution der Erfahrung. Das ist eine Evolution der Erfahrung. Wobei Hitler, man junge Quecks ging nicht. Ja, nicht? Ja, also direkte Propaganda. Direkte Propaganda ist schlecht, immer das Indirekte betonen. Aber tränkt der Pandur, ja, ja, oder die Buren. Ja, oder nicht. Die Feuerzangenbowle, es ist ja auch so ein Beispiel. Wir haben auch das einen Beitrag über Heinz Rühmann. Wobei auch da unser Plädoyer dafür ist, die Dinge doch noch kritischer und doch noch, sagen wir mal, differenzierter wahrzunehmen. Die Feuerzangenbowle wird ja, war ein NS-Film und Heinz Rühmann hat dort mitgemacht und wird vor allen Dingen wegen einer Szene, wo also der junge, beliebte Lehrer vom geraden Wachstum seiner Schützlinge und so spricht, als NS-Film wahrgenommen. Und der Autor, der Heinz Rühmann im Nationalsozialismus darstellt in diesem Band, versucht das ein bisschen differenzierter zu ziehen und macht auch klar, wo diese Metapher des Wachstums herkommt, die eben schon in der Weimarer Republik oft verwendet worden ist. Und die Feuerzangenbowle hat eine kompliziertere Geschichte, als sie uns heute so erscheinen mag. Also es ist natürlich ganz, die Feuerzangenbowle hatte ihren Zweck im Nationalsozialismus. Sie diente natürlich zu einer Entspannung, zu einer Ablenkung. Auch wenn sie meines Erachtens nicht genuin nationalsozialistisch war, hatte sie ihren Zweck. Wir müssen aber, glaube ich, kritisch und vorsichtig damit umgehen, in jeden Film, in jede Szene sofort sagen, das Nationalsozialistische hineinzuinterpretieren, weil wir damit auch die Folie etwa der Weimarer Republik vergessen. Nicht alles haben die Nationalsozialisten neu erfunden, neu kreiert. Das sind viele Dinge, die in einer längeren Tradition stehen. Die Feuerzangenbowle ist ja beliebt bis in die Zeit nach der Protestbewegung. Genau. Ja. Nicht? Und sie wird ja heute immer noch als ein sehr unterhaltsamer Film gesendet. Und dieser junge Lehrer, der in dieser Szene von der neuen Zeit spricht, man kann natürlich fragen, stellt denn die Feuerzangenbowle wirklich die neue Zeit dar im Sinne der Nationalsozialisten? Da haben wir ein bisschen Zweifel. Das tut sie nicht. Das tut sie nicht, nicht. Also es ist gerade in einem Jahr 44. Aber das tut auch der letzte Film der UFA und von Veit Harlan. Ja? Ja. Opfergang nach Binding. Überhaupt nicht. Ja. Ja? Und das ist eine verklausulierte Liebesgeschichte. Ja? Mit Pest tritt ein. Ja? Eine Frau opfert sich, ja, für den Mann, der sie betrog. Ja? Indem sie in seiner Kostümierung vor dem Fenster der Geliebten paradiert und so tut,
als ob der noch lebe. Ja. Also, und setzest du nicht dein Leben ein? Ja, von so daher müssen wir das, glaube ich, sein. Ein Stück weit entfrachten. Wir müssen immer sehen, die ganzen Filme hatten ihre Funktion im Nationalsozialismus. Man brauchte Unterhaltungsfilme. Und die Frage ist immer, ob man sagen, jetzt einen Film screent und sagen Take für Take verzweifelt nach einem nationalsozialistischen Idiom sucht. Das braucht man gar nicht, meines Erachtens. Diese Filme hatten ihre Funktion. Und eine bestimmte Belletristik, die sozusagen nahelegt, nach diesem tragischen Erlebnis kann ich eigentlich nur noch an die Front abfahren und mein Leben einsetzen. Ja. Ja? Ja. Das wäre die tiefen Dimension des Nationalsozialismus. Aus Verzweiflung dann ist aber auch die Frage, ob das so gewirkt hätte. Nicht? Also man weiß ja bei der Motivation der Soldaten, dass sie eben nicht wie japanische Samurai-Ritter sich opfern wollten, sondern dass es eine ganz klare Vorstellung gab, ich muss meine Pflicht als Soldat erfüllen. Aber wenn der Kampf sinnlos wird, für mich subjektiv, dann ergebe ich mich. Also wir haben selbst im Osten ja Millionen deutsche Soldaten, die den Kampf aufgeben, die in russische Kriegsgefangenschaft geben, obwohl die NS-Propaganda, die Rote Armee sozusagen als tierisch und verdarbt und ganz schlimm darstellt. Obwohl Hitler versucht, die Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion als etwas Schlimmeres als den Tod darzustellen. Trotzdem machen diese Soldaten das. Also da kann man wiederum einfließen lassen, dass die Wirkung der NS-Propaganda, glaube ich, auch von Filmen, von Presse begrenzt gewesen ist. Und es gibt ja auch die These, möglicherweise haben diese Filme, wenn wir über Filme sprechen, auch die Wochenschau und ihre eigentliche Wirkung erst nach dem Krieg erzählt. Denn es ist ja, Gerd Paul macht das in unserem Band schön deutlich, denn es ist ja so, dass diese Filmschnipsel, die von den Propagandakompanien gedreht worden sind, in den Nachkriegsfilmen unkommentiert eingeschnitten worden sind, in vielen, vielen Dokumentationen der öffentlich-rechtlichen Sender unkommentiert verwendet werden. Auch das ist die große Frage, die bis heute nicht beantwortet ist. Wir diskutieren das an in dem Band. Wie wirken diese Wochenschaubilder eigentlich in solchen Dokumentationen? Ich glaube, dass man auch ihre Wirkung nicht überschätzen sollte, weil sie in einem ganz anderen Rahmen da sind. Ich brauche einen Unterhaltungsfilm im Rahmen des Nationalsozialismus, kann im Sinne des Nationalsozialismus wirken. Ablenken. Ohne eine tiefen Dimension. Also wenn man versteht, dass alle großen Aufmärsche nach 1938 in Schwarz gehalten sind und eigentlich Trauerkundgebungen sind. Ja? Also es wird eigentlich, als ob sie den Niederlage schon wissen, den Untergang schon wissen. Ja? Aber wir haben da einen bestimmten gesellschaftlichen Rahmen und wenn ich dieselben Bilder in einem anderen Rahmen zeige, würde ich vermuten, ohne das empirisch beweisen zu können, dass auch die Wirkung... Also glückliche Menschen werden nicht um jeden Preis ihr Leben opfern, und fundamentalistisch sein im Krieg. Genau, und genauso wird ein Erbitterte oder Verzweifelte, das schon eher. Depressive werden es sein. Wir brauchen also ein hohes Maß, 80% Depression, um sozusagen durchhalten zu können. Krieg durch Depressive. Wie wird Stalingrad zum Beispiel in der Propaganda behandelt? Ja, man versucht es natürlich als ein Heldenepos, auch einen Opfergang aufzubauen, weil das Opfer sozusagen eine ganz zentrale Rolle in der Ideologie des Nationalsozialismus spielt. Sich zu opfern. Bei den Rezipienten im Gefühlshaushalt? Da spielt es eine sehr große Rolle, weil... Seit der Reformation für die Protestanten? Ja, weil man jetzt zum ersten Mal wahrnimmt, dass die Deutschen nicht mehr auf der Erfolgsstraße sind, weil man eine große Niederlage, auch wenn man nichts Näheres weiß, eine große Niederlage erlitten hat. Und es beginnt sich sowas so zu dämmern, vielleicht gewinnen wir den Krieg ja doch nicht. Und es ist in der Tat, obwohl der Krieg längst militärisch verloren ist, wie wir heute wissen, bei den Volksgenossen damals eine mentale Wende des Krieges. Und wie wirkt die jetzt in der Rezeption sich aus? Also die versuchen, ein Fanal zu setzen. Also Göring spricht von den Spartanern. Leonidas, der sich opfert, das ist nun ganz schräg. Also das ist mit Sicherheit nicht angekommen. Diese Göring-Rede ist ja, wenn man sie mal komplett liest, ohnehin hochinteressant, weil sie keine Siegeszuversicht verbreitet, sondern eher Untergangsstimmung verbreitet. Das ist auch ganz interessant, weil auch Göring, das kann man nachweisen, gar nicht mehr an den Sieg glaubte und das aus einer ganz bestimmten mentalen
Disposition herausgesagt wurde. Goebbels versucht das ja anders. Goebbels versucht das ja in einem etwas Positives zu wenden, indem er dann sagt, jetzt steht das ganze Volk zusammen und jetzt sagen, den Warnschuss haben wir verstanden und es war sozusagen eine Niederlage, die uns nur noch mehr anstachelt und daraus wird sozusagen die Kraft für einen neuen Sieg. Genau. Ja, jeder Mensch wird zu einem Geschoss. Aber die Bevölkerung, die Bevölkerung bleibt skeptisch, wird skeptisch und sie ist eben in ihrer Haltung zum Nationalsozialismus, zum Krieg, zu Hitler sehr stark an Erfolge gebunden. Solange es ein Erfolgsweg ist, kann man auch Leiden ertragen, Krieg ertragen, Verluste ertragen. Eigentlich erstaunlich, dass Menschen sich eigentlich nicht betrügen lassen. Ja? Also, auch nicht von einer so großen Propaganda, nicht? Sondern sie sagen auch ein intuitives Gefühl haben und dann kommt es ja sehr schnell dazu, dass man eigentlich sagen abtaucht, dass man die Propaganda nicht mehr glaubt, dass man das für unrealistisch hält, dass man eigentlich Frieden will. Aber das Interessante ist, dass man eben nicht aufsteht gegen dieses Regime. Ja, aber aus welchen Gründen? Also wenn man da, der Michael Geier beschreibt das sehr gut, ja, dass hier, wenn sozusagen die Nachschubfrage und die Gleise, die in die Heimat führen, ja, nicht, die Stelle sind, an der ich mich versammle mit den anderen. Und wenn ich zusammenbleibe, kann ich nach Hause kommen. Ja? Wenn ich das nicht tue, kann ich nicht nach Hause. Dann hält etwas ganz anderes, ja, als Nationalsozialismus oder Siegeswille, die Menschen zusammen. Das ist richtig. Ja? Und man darf nicht vergessen, das kann man auch in Analysen sehr schön zeigen, dass Hitler immer vergleichsweise positiv gesehen wird. Also das NS-System, die Gauleiter, die Teile des Nationalsozialismus werden negativ. Eine Hoffnung. Nicht, weil man an ihn glaubt. Nein, aber es ist sagen, auch eine Führerfigur. Und auch es hat ja Kirchhoff schön dargestellt mit der charismatischen Herrschaft, dass man ihn noch vergleichsweise positiv sieht. Und dann ist es gerade für die Soldaten vor allen Dingen, ist man eingebunden in einen Rahmen, in dem man funktioniert, in die soziale Gruppe. Man will als Soldat sozusagen handeln. Man kann nicht irgendwie meutern oder so, weil, das darf man immer nicht vergessen, das System ja auch so viele Erfolge hatte. Die Armee hatte so viele Erfolge. Es gibt also die positive Folie. Ja so schnell. Ja. Es gibt also die positive Folie. Von Ende 43 bis 45, das ist nicht viel Zeit, ja, um mental sich etwas völlig anderes vorzustellen. Und die Konsequenz ist dann, dass man vermeintlich glaubt, eben seine Pflicht darin zu erfüllen, dass man weiter funktioniert. Wie wir heute wissen, im Sinne des Systems mit allen schlimmen Folgen. Aber das wird natürlich nicht reflektiert, sondern der Einzelne versucht in seinem sozialen Rahmen weiter seine Aufgaben zu erfüllen, um selbst eine positive Sinnkonstruktion aufrechtzuerhalten. Das hängt sehr von dem Erlebnis und dem Erfahrungshorizont ab. Das ist bei Soldaten, die in Frankreich auf einem Fliegerhaus stationiert sind oder in einer U-Boot-Basis etwas anderes als bei Soldaten, die an der Ostfront sind. Also wir dürfen nie vergessen, dass es ja bei den 17 Millionen Wehrmachtssoldaten ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte gab, aus denen unterschiedliche Dinge abgeleitet werden. Aber natürlich sinkt die Siegeshoffnung. Aber die Frage ist ja, was soll ich da für eine Konsequenz daraus ziehen? Man macht also weiter, sagen wie bisher, weil man eigentlich für sich keine andere Lösung sieht. Obwohl man das vielleicht subkutan besser weiß. Die Macht der faktischen Verhältnisse, ja, nicht, ist so viel stärker, ja, als jede Propaganda oder Überredung, die man noch zusätzlich anwenden kann. Sodass also diese Propaganda wie so ein Geländer ist, das ich mal benutze oder nicht. Je nachdem, welche Erfahrung ich mache. Wir können das ja auch schön sehen bei der alliierten Landung in der Normandie. Natürlich versucht die NS-Propaganda das aufzubauen zu der Entscheidungsschlacht des Krieges. Wenn wir die Landung zurückschlagen, die Invasion, wie die Deutschen sie nennen, dann werden wir alle Kräfte nach Osten wenden, dann werden wir den Krieg gewinnen. Wichtig ist eben, dass das auch in der Gedankenwelt der Soldaten schon da war, dass man sagt, naja, wenn wir im Westen gewinnen, dann ist es doch logisch, dann können wir unsere ganzen Kräfte in den Osten ziehen und dann wird das schon irgendwie klappen. Also wir können das bis in die hohe Generalität nachweisen, dass ein solches, eigentlich völlig irrsinniges Denken sehr, sehr stark verankert gewesen ist und dass erst dann wiederum die Erfahrung der schweren Kämpfe in Frankreich, der Niederlagen, der vielen Toten dann dazu führt, dass die Moral massiv in den Keller geht, aber sie wieder anwächst, als die Alliierten an den deutschen Grenzen stecken bleiben und man glaubt, naja, die Amerikaner, die wollen ja gar keinen Krieg führen und versucht man mit allerlei Sinnkonstruktionen sich eine